Ja, nach dem Max-Liebhaber-Pokal gegen Hellas Verona habe ich Marc Schnatterer, unser Mannschaftskapitän, neben mir stehen. Und Marc, natürlich, wir splitten den heutigen Tag natürlich mal in zwei Teile auf. Fangen wir doch chronologisch an mit den Sekunden im Spielertunnel, bevor du heute auf den Platz gekommen bist, deine Mannschaftskollegen, alle drumherum Spalier für dich gestanden sind an dem besonderen Tag. Wie erging es dir? Wie hast du diese Sekunden, die Momente erlebt? Gut, eigentlich wusste ich ja im Vorfeld nur, dass es halt eine Ehrung gibt für die 10 Jahre, die ich hier im Verein bin. Und ja, das mit dem Spalier stehen habe ich dann erst so mehr oder weniger gesehen, als ich selber im Tunnel stand und dann noch mit den Masken. Das haben sie mir auch schön verheimlicht. Ja, war auf jeden Fall eine sehr coole, aber auch eine witzige Idee, muss ich sagen, wenn man dann rausläuft und man möchte jedem eigentlich in die Augen schauen und sieht sich selber. Ja, es ist dann schon eine coole Aktion und ja, ich habe schon ein bisschen Gänsehaut, dass ich raus bin und war schon irgendwo gerührt und ja, deswegen der Moment, dann auch die Worte, die Holger Sandmann gesagt hat, ist natürlich schon was Emotionales und das freut mich unheimlich und macht mich auch ein bisschen stolz und deswegen ja, kann ich nur den Zuschauern heute für den Empfang der Mannschaft, wie sie mich hier reingeholt haben und auch den Verantwortlichen Danke sagen. Ja, ich glaube, es war einfach ein Moment, den man nicht vergisst. Ja, du hast angesprochen, auch in deiner Rede auf dem Platz, es ist ja noch nicht alles, ein paar Jahre stehen dir auf dem Platz hier für den FCH noch bevor. Wenn du jetzt so einen kurzen Schwenk in die Vergangenheit, in die 10 Jahre wirfst, was ist denn für dich persönlich immer das Besondere an dem ersten FC Heidenheim hier gewesen? Ja, ich meine, es entwickelt sich so viel, man ist immer wieder dabei, jetzt über 10 Jahre konnte man was zusammen aufbauen, immer gewisse neue Dinge sind entstanden, wo man dabei war, nicht nur sportlich, auch drumherum, aber dann auch die Aufgabe in den letzten Jahren als Kapitän, die neuen Spieler mit zu integrieren, das ist immer eine schöne Herausforderung, die mir unheimlich viel Spaß macht und ja, deswegen ist immer auch, man weiß nie, was für Typen auf einen zukommen und das ist einfach was Spannende und auch so, dass es einfach trotzdem, man muss sagen, 10 Jahre ist eine lange Zeit, aber das wird mir auch nicht langweilig hier, das Training und alles, sondern man sieht es zwar immer wieder, aber es ja, macht mich nicht müde, sondern es macht unheimlich viel Spaß. Und jetzt sind es 10 Jahre und deswegen, ja, ich hoffe, dass es auch noch auf jeden Fall mal 2 spannende Jahre noch dazukommen und alles andere muss man sehen. Ja, dann kommen wir zum zweiten Teil, zum Sportlichen. Nach 5,5 Wochen Vorbereitung stand jetzt gegen Hellas Verona der Max-Liebhaber-Pokal, traditionell eben die Saisoneröffnung jährlich. Wie blickst du auf das Spiel zurück? 0:0 nach 90 Minuten, dann kam das Elfmeterschießen, was wir 2:4 verloren haben. Du selber hast 70 Minuten auf dem Platz gestanden. Wie fällt da so dein Fazit aus zu dem Spiel? Ja, ich muss sagen, dass ich auf dem Platz richtig gutes Gefühl hatte. Wir haben, glaube ich, schon gute Ansätze gezeigt, haben uns auch richtig gute Chancen rausgespielt. Ich glaube, wenn man, sage ich mal, die Art von Fußball auf den Platz bringen und vielen Spielen in der Liga, dann haben wir gute Chancen, auch immer um die Punkte zu spielen. Vielleicht müssen wir noch den einen oder anderen Fehler natürlich noch lassen. Wir müssen schauen, dass er nicht vorkommt. Und vorne müssen wir halt eiskalt sein und die Chancen dann einfach auch effektiv nutzen. Und wenn wir das hinbekommen, ja, dann glaube ich, dann sieht man, dass wir uns auch ein bisschen was vorgenommen haben. Und das müssen wir jetzt einfach auch jetzt gerade in die nächste Woche transportieren und dann uns sehr gut vorbereiten aufs erste Spiel. Ja, deswegen glaube ich, dass es von uns so vom Gefühl her ein guter Auftritt war, hier heute gegen Hellas Verona. Wir hätten natürlich das Spiel in der regulären Spielzeit gewinnen können, aber heute brauchen wir auch das Ergebnis nicht ganz so hoch hängen, sondern ich glaube, im Großen und Ganzen war es ein guter Test, war es ein guter Auftritt und wie gesagt, das Positive nehmen wir jetzt mit bis nächste Woche. Alles klar, dafür viel Erfolg und Dankeschön. Also, ciao, ciao. Frank, wir blicken auf die Generalprobe für den Saisonstart kommenden Sonntag gegen Arminia Bielefeld zurück, gegen Hellas Verona, 0:0 nach 90 Minuten. Dann gab es das Elfmeterschießen, das haben wir 2:4 hier verloren. Wie fällt dein Fazit zu der Partie gegen den italienischen Traditionsverein aus? Fangen wir mal hinten an. Elfmeter haben wir nicht trainiert, deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm, war auch nicht das Thema. Aber ich glaube, insgesamt über 90 Minuten was wir umgesetzt haben, wo wir in den letzten Wochen auch dran gearbeitet haben, aber denke ich, schon einiges auch gesehen, vor allen Dingen defensiv sehr stabil. Klar, 2 Großchancen waren auch beim Gegner dabei, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, aber insgesamt haben wir es in der Defensive sehr gut gelöst, haben wir gute, kompakte Abstände gehabt und haben immer Druck auf den Ballführer gehabt.
In der Offensive denke ich, dass wir in der ersten Halbzeit auch gut gespielt haben, uns ein paar Torchancen herausgespielt haben, leider nicht genutzt haben. Ich glaube, das war so das Einzige in der ersten Halbzeit, dieses eine Tor zu machen. Das hätten wir auch verdient, um in Führung zu gehen. Und in der zweiten Halbzeit war es dann so, mit jedem Wechsel hat man gemerkt, war der Spielfluss ein Stück weit weg. War es ein bisschen zu viel durcheinander, aber beim Gegner auch. Das ist, denke ich mal, ganz normal. Und deswegen können wir einerseits zufrieden sein, das vierte Spiel hintereinander zu null, kein Gegentor darauf. Wollen wir weiter aufbauen und in der Offensive im letzten Drittel, was Torabschluss betrifft, was Laufwege betrifft, da haben wir sicherlich noch ein bisschen was zu tun in der letzten Woche und da werden wir auch den Hebel ansetzen. Ja, dann blicken wir vielleicht nochmal auf das, was vor dem Spiel passiert ist, zurück. Marc Schnatterer, unser Kapitän, für seine 10 Jahre beim FCH geehrt worden. Es gab die Überraschungsaktion mit den Masken. Wie war das für dich in dem Moment? Vielleicht auch für dir noch ein paar Worte zu der gemeinsamen Zeit mit Marc hier zusammen. Wie blickst du darauf zurück und welchen Stellenwert hat Marc Schnatterer für dich in deiner Mannschaft? Erstmal war es schön, für ein paar Sekunden Marc Schnatterer zu sein mit der Maske. Ich denke, es war auch für ihn eine schöne Überraschung. Man kann es nicht genug würdigen. 10 Jahre als Spieler, nicht nur irgendwie mitgespielt, sondern immer Leistung gebracht, immer Leistungsträger, immer diese Mentalität, die wir von uns alle fordern, auf dem Platz gezeigt. Ein vorbildlicher Kapitän, ein Torjäger, ein Leistungsträger, ein Spieler, der sich auch in Dienst der Mannschaft stellt. Ich denke, das kann man wirklich nicht genug würdigen. Das ist eine einmalige Geschichte. Gibt es nicht so oft im Fußball, schon gar nicht im Profifußball. Und deswegen denke ich, dass er dafür jetzt heute auch gebührend gewürdigt worden ist. Und ich wünsche mir, dass er noch das eine oder andere Jahr genau da weitermacht, nämlich Leistung bringen, Spiele entscheiden und diese Emotionalität auf seine Kameraden, aber auf das ganze Stadion zu übertragen. Dann danke ich dir. Ja, ich habe Niklas Dorsch nach dem Spiel gegen Hellas Verona zur Saisoneröffnung beim Max-Liebhaber-Pokal neben mir stehen. Niklas, für dich natürlich ein wahrscheinlich sehr besonderer Moment. Es gab auch die offizielle Vorstellung vor den FCH-Fans für dich. Erzähl doch mal ein bisschen, wie war das für dich, hier heute zum ersten Mal in der Freud-Arena zu spielen? Ja, wie du schon sagst, war ein sehr schöner Moment. Es sind ja doch ein paar Leute gekommen und wie gesagt, die erste Vorstellung, auch das erste Spiel im Stadion, ist, glaube ich, immer was Besonderes. Und wie gesagt, ich denke, dass das allgemein ein guter Test für uns war. Verona ist ein sehr guter Gegner gewesen, haben sehr offensiv Fußball gespielt und wie gesagt, als letzter Test war das eine sehr gute Prüfung für uns. Ja, blicken wir vielleicht kurz auf die kommende Woche voraus, dann in die Finale, die letzte Vorbereitungswoche auf die neue Zweitligaspielzeit, deine erste Zweitligaspielzeit. Worauf wird es jetzt deiner Meinung nach ankommen, gerade vielleicht nochmal im jetzt Rückblick auf die Partie, woran muss man jetzt arbeiten, um dann gegen Bielefeld am Sonntag hier in der Freud Arena top vorbereitet zu sein? Ich glaube, das sind einfach nur noch die ganz, ganz wenigen Kleinigkeiten, die noch fehlen, die Abstimmungen gegen den Ball und auch mit dem Ball, aber das ist glaube ich normal, weil wenn man sieht, wie wir auch teilweise mit dem Ball Fußball spielen, haben wir, glaube ich, einen Schritt nach vorne gemacht zum Vergleich zum Beginn der Vorbereitung. Und wie gesagt, das sind einfach nur noch Kleinigkeiten, auch gegen den Ball, dass wir die Grundordnung schnell finden und auch gegen den Ball gut arbeiten. Aber wie gesagt, wir können auf jeden Fall sehr zufrieden sein mit der Vorbereitung und auch mit dem Spiel heute, denke ich. Ich glaube, dass es im Elfmeterschießen dann entschieden wurde, ist irgendwo verdient, weil es doch ein ausgeglichenes Spiel war. Aber wie gesagt, wir können zufrieden sein. Alles klar, dann dir eine gute Woche jetzt bis Bielefeld und alles Gute, bis dann. Vielen Dank. Also.